während einer Session die frische Brise an der Bucht von San Francisco genießen und mit Ikonen des Skateboardens abhängen. Das war an diesem Spot möglich, das Pier 7. Das Pier 7 ist eine Seebrücke in San Francisco und wurde in seinem ursprünglichen Zustand bereits 1902 errichtet, damals noch als Bootsanlegestelle, welche bis 1973 existierte. Bis zu dieser Zeit war sie auch das älteste Gebäude in dieser Bucht. 1973 wurde das Gebäude bei einem Feuer zerstört und daraufhin wurde das Pier 7 zu einem Parkplatz umgebaut. Am 17. Oktober 1989 wurde San Francisco von einem schweren Erdbeben getroffen. Dabei wurden große Teile der Stadt zerstört und auch der Parkplatz am Pier 7 wurde nicht verschont. Beim Wiederaufbau der Stadt entschied man sich, Pier 7 komplett abzureißen, da man der Meinung war, dass der Platz keinen weiteren Nutzen hat. Dass dieser Spot daraufhin überhaupt wieder aufgebaut wurde, ist den Anglern in San Francisco zu verdanken, da dieser schon seit Jahren auch ein beliebter Angelspot war. Nachdem die Angler mit diversen weiteren Behörden über 6 Millionen Dollar zusammenkratzten, wurde 1990 das neue Pier 7 eröffnet. Ein 250 Meter langer Steg, der seitdem nicht nur von Anglern benutzt wird, sondern wegen seiner Aussicht auf das Transamerica Pyramid Gebäude auch zu einem beliebten Fotospot geworden ist. Ganz unfreiwillig war hier aber auch für Skater etwas geboten. 5 Manipads direkt am Eingangsbereich zum Steg, die auch als Curb benutzt werden konnten. It was almost like they made it for you to skate in. Womit die Behörden zu diesem Zeitpunkt nicht rechnen konnten, aus dem Pier 7 sollte einige Jahre später ein legendärer Spot werden, an dem sich an manchen Tagen sogar über 50 Skater gleichzeitig aufhielten und der in unzähligen Videos und Zeitschriften zu sehen war. Bis es soweit war, verging dennoch einige Jahre, denn in den ersten 5 Jahren nach seiner Eröffnung herrschte hier Ruhe. Skater hatten diesen Spot noch gar nicht auf dem Schirm, denn zu dieser Zeit hatte San Francisco einige andere Spots, an denen sich die Skateboarder hauptsächlich aufhielten. Allen voran EMB und das Harbor Hideout. Anfang der 90er hat sich San Francisco das Ziel gesetzt, Skater von allen öffentlichen Plätzen zu vertreiben. So wurde das Skaten an allen beliebten Spots unter Strafe gestellt, woraufhin sich die Skate-Community immer wieder nach neuen Spots umschauen musste. Und da kam das Pier 7 wie gelegen. 1995 tauchten hier erstmals Skater auf. Im selben Jahr gab es auch die ersten Fotos zu sehen, allen voran von Josh Callis und den Geschwistern Marcus und LaVar McBride. Mit der Zeit sprach es sich herum, dass am Pier 7 ein kleiner Skateplaza vorhanden ist und ab 2000 ging es so richtig los und der Spot erreichte Legendenstatus. Daraufhin war das Pier 7 in unzähligen Skate-Videos aus den frühen 2000ern zu sehen. Zum Beispiel 411, in Transworld Free Your Mind, Alien Workshop und noch viele weitere. These videos ended up all over the world, so people started finding out about a Pier 7 and people will come from all over the world. Unzählige Tricks wurden hier gemacht und es ist kaum möglich, nur einen hier herauszupicken. Aber eine Person, die dem Pier 7 ihren Stempel aufgedrückt hat, ist Marcus McBride. Kein anderer hat hier so viele Banger rausgehauen wie er. Dass der Spot überhaupt so bekannt wurde, haben wir unter anderem auch Victor Neira zu verdanken, der zur selben Zeit mit der Videografie angefangen hat. Wenn man Clips von Pier 7 sieht, die zwischen 1998 und 2003 entstanden, dann kann man davon ausgehen, dass sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von ihm stammen. Seine Aufnahmen am Pier 7 waren unter anderem auch in dem Transworld-Video Sight Unseen zu sehen. Wie bei den anderen Spots in San Francisco waren auch hier die Behörden überhaupt nicht happy über die Skater. Wenn man von den Cops gecatcht wurde, gab es saftige Bußgelder. Davon abschrecken ließen sich die Skater dennoch nicht. Da San Francisco aber ein Musterbeispiel für die Gentrifizierung ist, ereilte das Pier 7 dasselbe Schicksal, das auch schon die anderen Spots in der Stadt erlitten. 2004 wurden Skatestopper und Holzplatten auf den Curbs angebracht. Grinds und Slides waren nicht mehr möglich. Man konnte zwar noch Manual Tricks machen, aber ideal war das alles nicht mehr und so geriet der Spot in Vergessenheit. And then eventually they put boards and locks and chains and metal pieces all over everything, and for years this place was unskateable. All the skate stoppers were up and I was like, why did they do that? We never bothered anybody here. Man war es in San Francisco mittlerweile gewohnt, dass Spots zerstört wurden oder man von diesen vertrieben wurde. Es herrschte dann 17 Jahre Totenstille am Pier 7 und wie aus dem Nichts
passierte das Unfassbare. Am 31. Juli 2021 veröffentlichte Chico Brennis, ein Local aus San Francisco, der auch schon Mitte der 90er einer der ersten an diesem Spot war, einen Insta-Clip, auf dem zu sehen ist, wie am Pier 7 geskatet wird. Jemand, der sich nicht zu erkennen gibt, hat über Nacht die Holzplatten und Skatestoppe entfernt. Am Pier 7 herrscht wieder Leben. So, als ob es diese 17 Jahre lange Pause nie gegeben hätte. Overnight. Somebody came here and fired off all the stuff to stop skateboarding on the obstacles. They fixed it and they made it like exactly how it was back in 96, 97. And it was the quickest I've ever gone back to feeling like I was 15 years old again. The word is out, Pier 7's back out. In all diesen Jahren fanden dennoch einige kleinere Veränderungen am Spot statt. So eröffnete 2011 das Restaurant Coquetta direkt neben dem Spot, wodurch eine der Blöcke verschwand. Mit den Jahren wurde das Restaurant größer und ein weiterer Block wurde von diesem eingenommen, der hin und wieder von einem Pavillon verdeckt wird. Auch entlang der Küste hat sich in San Francisco ein bisschen was geändert. Hatte man früher noch massig Bänke und Curbs entlang der Straße, wodurch es möglich war, ellenlange Lines zu fahren, ist das nun auch nur noch begrenzt möglich, da viele dieser Bänke mittlerweile entfernt wurden. Für die Skate-Community war das dennoch ein wahr gewordener Traum. Da störte es kaum, dass kurz darauf erneut Skate-Stopper angebracht wurden. Die Dinger wurden von Unbekannten instant wieder entfernt. Seitdem ist es ein Hin und Her. Die Stadt versucht, den Spot unskatebar zu machen. Die Skater machen die Maßnahmen wieder rückgängig. Jeder weiß aber, dass das nicht ewig so weitergehen kann und die Stadt am längeren Hebel sitzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Behörden wieder zu gröberen Maßnahmen greifen werden. In der Vergangenheit ging man mit anderen Spots nämlich auch nicht gerade zimperlich um. Es sollte daher niemanden überraschen, falls das Pier 7 als Skatespot plötzlich komplett verschwindet. Daher genießt jeder, der herkommt, jede Session so, als ob es die letzte wäre. By the way, dieser Spot war unter anderem auch in Tony Hawk's Pro Skater 4 im Level San Francisco spielbar. Und im Spiel Session existiert der Spot ebenfalls. Hier hat man außerdem die Aufgabe, historische Tricks nachzumachen, die am Pier 7 gemacht wurden. Nur wenige Minuten vom Pier 7 entfernt liegt auch dieser legendäre Spot, dessen Schicksal erst vor kurzem besiegelt wurde.